Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Revolution. Und heute wollen wir eventuell das hier noch ein bisschen verbessern. Ich habe übrigens herausgefunden, wir können auch, um das Ganze ein bisschen zu verbessern, das Sulfur aus Railcraft, was unsere Ender Quarry anschleppt, einfach hier drüben da in Chemical Oxidizer packen und müssen das nicht zwangsläufig hier umwandeln, was schon mal sehr praktisch ist. Ich habe hier auch schon mal zum Testen ein bisschen Gold rein und festgestellt, dass die ganze Anlage sau langsam ist. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Und warum werden die Goldcharts eigentlich nicht abgeführt? Ach, weil da nicht Output ist. So. Und jetzt noch Gold. Charts. So. Die sollen dann jetzt hier rein. Ja. Ich wollte eigentlich Goldcharts sehen. Gold. Dann packen wir mal zwei rein. Ah ja, okay. Dann füllt sich das und dann geht es hier durch. Sehr schön. Und dann geht es hier rüber, dann darüber und dann darüber. Und dann wird es zu Gold. Ausgezeichnet. So. Dann hätten wir das soweit alles mal. Genau, den Energieverbrauch habe ich auch mal gemessen. Aktuell verbraucht die ganze Anlage da vorne ungefähr 1200 RF pro Tick und ich befürchte, das wird auch noch ein bisschen mehr werden. Da ist jetzt die Sache, wir brauchen dann Energy Updates, Upgrades, so, ja, sagen wir mal, so 32 hätte ich gesagt. Gold Dust müssen wir herstellen. Kriegen wir hin. Ja, das zeigt mir. Na komm. Wir müssen mal Wände dran, fällt mir gerade ein. So. Perfekt. Pulverized Gold. Dann können wir die noch schnell fertig machen. Die Energy Upgrades. 6 Stück brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Und dann brauchen wir noch Speed Upgrades. 1, 2, 3. Was fehlt jetzt? Glas. Ganz normales Glas. Ganz normales Glas. Jetzt reicht's mir. Ganz ehrlich. Ich vermute mal, Gas-Upgrades werden wir dann ohne Glas auch nicht sonderlich machen können. Nee, okay. Wenigstens haben wir jetzt schon mal 4. Die packen wir allesamt hier rein. Gas-Upgrades. Da haben wir eine Gaseffizienz von 3,6-fach. Energieeffizienz können wir hier auch voll reinpacken. Eins war eh schon drin. Das ist ganz gut. Gucken wir mal weiter. 8F pro Tick. Jetzt wäre er bei 6F pro Tick. Aber wir machen natürlich die Speed-Upgrades auch noch voll. Kommen wir auf 18, 33, 60, 106, 189. Das sind immer noch nicht alle drin. 10-fach Effizienz, 600 RF pro Tick. Obwohl Energy maximal, Alter. Boah.
Hier haben wir 13 RF pro Tick. Hier packen wir mal die zusätzlichen Speed-Upgrades noch rein. Das eskaliert jetzt wahrscheinlich auch ziemlich. So. 237 RF pro Tick. Boah, Leute. Das ist abartig. Aber hier können wir wenigstens noch die Efficiency-Dinger reinmachen. Die Hefe braucht 7,5 und aktuell gibt es keinen großen Grund, das zu ändern. 30 F pro Tick. Nee, hier ist nirgendwo ein Engpass, soweit ich das sehe. Hier brauchen wir keine Zusatz-Upgrades. Was haben wir denn noch? Wir haben eh nur noch Energy-Upgrades. Was braucht denn der hier? 60 F pro Tick. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas haben, was richtig viel braucht. Ja, die hier halt. Ja, aber 60 RF pro Tick ist auch wurscht. Und der soll ja tatsächlich nur ein Buffer sein, weil wir hier noch Sulfur reinpumpen werden automatisch. Ich würde sagen, die Energy Upgrades behalten wir uns dann fast erstmal. Oh. Ja, und wir müssen beides dumpen, je nach Bedarf, so wie ich das sehe. Weil wir hier zwei Sachen rausziehen. Nun gut, da können wir jetzt nichts dran machen. 60 RF pro Tick. Da könnte ich ein Energy Upgrade reinmachen. Aber war das bei den Dingern nicht so, dass das die nicht sonderlich interessiert? Vielleicht ist es auch nur ein Anzeigefehler, ich weiß es immer noch nicht. Gut, dann packen wir die restlichen Energy Upgrades am besten da rein und da rein. So. Der hat eine Menge davon. Ja, das hier ist echt das allergrößte Problem, so wie ich das sehe. Wir können inzwischen ja, denke ich mal, Gas-Upgrades machen. Gas. Ach, die sind schon. Ach, sag ich. Glass. Oh, jetzt sind die leer. Iron. Dann stellen wir da ein paar her. Die können eigentlich auch automatisiert. Eigentlich. Aber irgendwie hat er noch nicht fertig gebracht. Gut. Hier ist noch wie viel Redstone drin? 4. Okay. Könnten wir auch mal nachfüllen. Redstone. So. Gut, ein paar Gas-Upgrades haben wir noch. Die packen wir jetzt hier da hinten rein. Und dann gucken wir mal, wie sich das zukünftig verhält. Da sollen die rein. Ach, eins war nur noch drin. Oh, das habe ich gar nicht gecheckt. Wir sollten dann... Wie machen wir das denn? Wir müssen dann hier ein bisschen umbauen, würde ich sagen. Und zwar packen wir dann hier einen Exportbus hin. Wir brauchen noch einen Exportbus und zwei rote Leitungen. Exportbus und ME Glass Cable und Gunpowder. Und Sulfur. Ja. Da haben wir über 2000 von. Das sollte erstmal reichen. So, Exportbus. Kabel 1, 2. Gunpowder, Sulfur. Guck
gucken wir mal, ob das funktioniert. No. Missing Channel, Device Online. Sieht nicht wirklich danach aus, ne? Das funktioniert schon mal nicht. Ach Mist. Mich würde jetzt gerne interessieren, welches Sulfur da rauskommt. Ob da das Railcraft Sulfur rauskommt oder ach komm. Ist egal. Weg. Dann behalten wir uns das mal im Hinterkopf. Aber es ist einfach sinniger, das so zu lösen. Und da Sulfur rein. Weil wenn wir es schon haben, warum sollten wir es dann nicht benutzen? Da ist so ein kleiner Mini-Hub jetzt drin. Ja, ein paar Steine fehlen, aber schön machen, kommt ein andermal. So, gut. Dann haben wir auch mehr Hydrogenchlorid für den hier übrig. Ja, also falls das mit dem Salz hier eine dumme Idee war, müssen wir halt einen Brine Tower bauen. Aber jetzt gucken wir erstmal. So, dann schauen wir mal nach unserem Bedrock-Bohrer. Der ist fertig. Nice. Schauen wir mal, was er da rausgeholt hat aus dem tiefen Erdenschlund. Oh, das ist eine schöne Menge. Das dürfte fast einen halben Stack Bedrock-Alloy ergeben. Schauen wir mal hier vor. So. Ach, und da war sogar noch was. Auch nett. HSLR-Stil ist zu wenig. HSLA. Ja, 32 reicht. Irgendwann müssen wir das andere Fass noch zu Ingots machen. Und ein Ding reicht, das heißt, ist eine Turbine, das heißt, wir brauchen. Wo sind denn jetzt meine Buckets? Egal, gib mir drei. Drei Buckets mit Jetfuel machen wir mal voll. So, wie viel haben wir hier? 118.000. Naja, ah, nicht schon wieder leer. Verstehe. So. 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 Der fährt jetzt hoch und läuft dann ein bisschen. Und sollte genug Temperatur erzeugen, um das Ganze hier zu schmelzen. Ich nehme mal den hier raus, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Probleme macht. Das testen wir jetzt dann gleich mal. Ich glaube 1000 Grad brauchen wir. Der ist bei, ja noch nicht mal bei der Hälfte an Leistung. Oder waren es 1050 Grad? Gucken wir mal. 1000, ja es waren 1000 Grad. Und wenn ich das hier dazulege. Okay. Gut, dann müssen wir es erstmal so machen und den Rest dann stückweise dazulegen. Was könnten wir so lange noch machen? Ich habe seit der letzten Folge noch nichts Neues erforscht bei Thaumcraft. Können wir irgendwas von den Sachen machen, die ich schon erforscht habe?
Ach ja, die Taumium Wendcaps, ne? Taumium Nuggets. Charge Taumium Cap. Okay. Da müssen wir ein bisschen Taumium herstellen. Lesen wir ganz kurz. Also ich glaube, das war Eisenprägentatio, ja. Das war's auch. So, Iron. Jetzt ist die Frage, wo wir am meisten Präkentatio drauf haben. Auf Shards ist es doch eigentlich auch drauf. Habe ich keine Air-Shards eingescannt, ernsthaft? Ah, das ist nur eins. Das ist doof. Na ja, okay, es war fast klar, dass das so nicht geht. Ja. Wo ist es denn drauf? 1, 1. Ja, das macht alles keinen Sinn. Ups. Tja, das ist eine äußerst gute Frage. Wie ist es denn mit diesen... Ah, die liegen in der Ender Query wahrscheinlich. Moment, wir gucken erstmal kurz zwischendrin, wie es hier aussieht mit Bedrock. Jawohl, wir können schon was dazulegen. Ausgezeichnet, 15 Alloys schon. So. Hallo Kuh. Tut mir leid. Du bist jetzt notgeschlachtet. I'm sorry, aber du wolltest es nicht anders. Ich hab's genau gesehen. Da. Nee, da war auch am unten Aspekt drauf, oder? Auf den Dingen hier. Ja, da war auch am unten Aspekt drauf. Okay, Mushrooms haben wir auf jeden Fall eine Menge. Ah ja, ich habe das hier übrigens nochmal umgebaut. Mit so einem Item-Buffer. Weil ich dachte, dass es daran liegt, aber... Das ist einfach zu langsam. Also wir kriegen immer irgendwie nur von einer Ender Query die Items, weil der Dimensional Transceiver das nicht packt. Ich glaube, ich werde das hier nochmal komplett umbauen müssen mit zwei Dimensional Transceiver, die die Items empfangen und dann über einen Buffer ins System packen. Einfach nur, weil das zu krass ist. Ich habe doch hier so viel Präkentatio. Was habe ich denn dafür eingeschmolzen? Irgendwas habe ich dafür doch eingeschmolzen. Was war denn das? Da ist noch mehr. Oh Mann. Was habe ich denn dafür? Boah, ich weiß es nicht mehr. Da müsste ich fast in Video oder Stream gucken oder so, ne? Oder waren das wirklich Shards? Ich meine, ich kann schon Shards nehmen jetzt erstmal, aber... Happy bin ich nicht damit. Allein schon, weil das jetzt richtig... Boah, das läuft jetzt über. Ja, war klar. Dann Eisen. Jetzt habe ich Flugflug gleich. So, 12 Taumium. Und tonnenweise Metallum. Ja. Und jetzt... Oh Gott, ich habe den Zauberstab vergessen. Das ist natürlich schlecht. Ach ja, und der... Weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Der Lift ist weg. Weil die... weil die Viecher mich einfach zu sehr genervt haben. Jetzt habe ich auf jeden Fall Fluxflu, ja. Oh Mann. Okay, so war das nicht gedacht.
So. Diese Lamp of Grow ist auch ganz cool. Allerdings habe ich gesehen, man muss da dauerhaft Herbalizenz reinmachen. Also Fluxflu sorgt im Prinzip dafür, dass alles teurer wird. Alle Rezepte. Wir müssen hier noch einen ordentlichen Schornstein oder so hinbauen, damit es auch wirklich abzieht, das Zeug, und sich nicht immer unter der Decke sammelt. Das wäre, glaube ich, auch mal eine Maßnahme. Dass man hier irgendwie so einen Schornstein hochbaut. Das könnten wir eventuell gleich mal versuchen. Und zwar mit einer Saw und einem Brick. Nehmen wir mal 4 Bricks. Das sollte eigentlich reichen. So, zack. Zack. Und zack. 32. Und damit versuchen wir jetzt mal, einen kleinen Schornstein zu bauen. Es ist wichtig, dass das an der Außenkante ist, dass in der Mitte immer noch ein Block Platz hat. So. So. Ups. So. Theoretisch könnte man hier auch noch so eine Wand dran machen. Und hier auch. Aber das bringt dann nichts mehr. Okay. Auf Wasser rein. Hier oben kann man dann weitermachen. Zumindest so halbwegs. So, wir können jetzt einfach mal schauen. Und das könnte ich auch mal kurz scannen. Fällt mir ein. Ah ja, man kann nichts davon lernen. Alles klar. Packen wir mal Leder rein. Und dann tschüss. Ja, und dann geht es hier durch den Kamin raus. Hoffentlich. Sollte eigentlich. Ja, mal gucken, wie das in Zukunft funktioniert. Aber zumindest hätten wir schon mal einen kleinen Kamin, über den das ganze Gift abziehen kann, das ganze Flachs. Mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwas getaintet ist. Ne, sehr gut. In der Regel wird es auch nicht so schnell zu taint, aber ne, wer weiß. Gut, alles klar, das muss ich dann bis zur nächsten Folge machen. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und in der nächsten Folge habe ich das hier alles fertig. Dann können wir das lernen und wir können die letzten Vorbereitungen für den Raketenstart machen, weil wir dann genug Bedrock-Alloy haben. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.